ich das mal. So, so sollte es jetzt funktionieren. Ich probiere das jetzt einfach mal. Ich probiere das jetzt einfach mal, das Ganze weiter aufzuzeichnen. Vermutlich wird es funktionieren. Ich werde es halt einfach aneinander flanschen. Ja, ich fange einfach nochmal von vorne an. Wir haben das Integral Sinus x hoch 3 dx und dann haben wir w gleich x hoch 3 substituiert und haben gesagt, okay, jetzt betrachten wir zunächst mal Sinus w und von Sinus w haben wir festgestellt, das ist Summe k gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch k mal w hoch 2k plus 1 durch 2k plus 1 Fakultät. Das war die Definition vom Sinus, aber von Sinus w. Dann mache ich eine Rücksubstitution. Die Rücksubstitution sagt wieder w gleich x hoch 3. Also schreibe ich überall, wo w statt x hoch 3. Das einzige, was wir haben, ist das. Und Sie haben eine Frage oder kracht das nur aus Spaß? Das kann nur Spaß sein. Okay, krachen Sie weiter. Ich ignoriere Sie. Stört mich. Ja, und das heißt, ich habe hier x hoch 3 mal x hoch 3 hoch 2k plus 1. Und dann wissen Sie, potenzieren, also a hoch b hoch c ist das gleiche wie a hoch b mal c. Da kann ich das ausmultiplizieren, das ist 3 mal 2k, 3 mal 1, also ist das erstmal Summe, k gleich 0 bis unendlich, minus 1 hoch k mal x hoch 6k plus 3 durch 2k plus 1 Fakultät. So, jetzt habe ich das Sinus x hoch 3, das ist das hier. Jetzt integriere ich das dx, schreibe also einfach Integral dx hin und so weit war ich jetzt eben. Ja, und das heißt, jetzt habe ich da Integral dx hingeschrieben und dann erinnern Sie sich, dass das Integral der Summe, das ist das, was hier steht, Integral der Summe, das Integral der Summe, das gleiche ist wie die Summe der Integrale. Das heißt, hier integriere ich zuerst und mache dann die Summe. Hier mache ich zuerst die Summe, integriere dann. Mach zuerst die Summe, integriere dann. Und das heißt, ich darf das tatsächlich vertauschen. Und das heißt, ich habe dann Summe, k gleich 0 bis unendlich. Und jetzt minus 1 hoch k mal x hoch 6k plus 3 durch 2k plus 1 Fakultät. Aber ich habe was vergessen, da war ja noch was mit dem Integral. Ich vertausche ja die Summation und die Integration. Das heißt, ich schreibe die Integration einfach hier rein. Also das heißt, zuerst integrieren, dann summieren. Ja, das ist so von innen nach außen. Und dann steht hier ein dx. So, und hier sehen Sie das hier, das können Sie ganz brav integrieren. Das sind ganz einfache Sachen. Das hier sind alles Konstanten, auch wenn es so ein bisschen unkonstant aussieht, weil da so ein k drin steckt, aber da steckt kein x drin. Wenn Sie kein x drin stehen, ist das alles konstant. Also das heißt, ich kann jetzt hier das Ganze integrieren. So, und das heißt, das hier ist ein konstanter Faktor, den schreibe ich einfach vorne hin. Auch das hier ist ein konstanter Faktor, den schreibe ich einfach weiter in den Nenner. Und integrieren tue ich nur allein das hier oben. So, und jetzt möchte ich von Ihnen wissen, was ist eine Standfunktion von x hoch 6k plus 3? Das sollten Sie wissen. Standfunktion von dem hier. Das ist dann x hoch 6k Hochzahl plus 1 plus 4 durch das, was im Exponenten steht. 6k plus 4. So, das heißt, ich habe jetzt nur das hier integriert, der Rest war alles konstant. Ja, und tatsächlich ist das eine Stammfunktion, alle mit plus c, Sie wissen das. Also das heißt, hier schreibe ich im Geiste jetzt noch ein plus c dahinter. Ja. So, und das heißt, das, was jetzt hier steht, wieso habe ich k gleich 1 geschrieben? Das ist natürlich k gleich 0. So, das, was jetzt hier steht, das schreibe ich nochmal ein bisschen schöner, aber im Großen und Ganzen war es das dummerweise. Bis unendlich minus 1 hoch k, dann steht im Zähler x hoch 6k plus 4 und im Nenner steht das brave 2k plus 1 Fakultät und das 6k plus 4, das bleibt dann einfach so im Nenner stehen. So, und das sind, also wenn Sie da noch ein plus c dazu nehmen, das sind alle Stammfunktionen von Sinus x hoch 3. So, jetzt habe ich da alle Stammfunktionen bestimmt. Meine Frage an Sie ist jetzt, warum, was ist jetzt, das ist doch toll, ich habe es doch geschafft, warum gilt das Sinus x hoch 3 weiterhin als nicht integrierbar? Nun, das liegt daran, dass Sie zwar hier eine Taylor-Reihe haben,
aber sie wissen nicht, von welcher Funktion das eine Taylor-Reihe ist. Das ist die Taylor-Reihe von irgendwas. Ja. Können Sie nochmal weggehen? Ja, sie schon wieder. Wie gesagt, das ist... Das ist eine Stammfunktion von irgendwas, ja. Also deswegen, wir wissen nicht, was das ist. Wir wissen nur, dass es eine Stammfunktion ist und wir können sie punktweise berechnen. Das heißt, wir können für x irgendeinen Wert einsetzen, dann diese Reihe berechnen bis zu einem bestimmten Wert. Irgendwann mal hört das auf, das habe ich Ihnen ja schon erzählt. Irgendwann mal hören Sie auf zu summieren und dann haben Sie einen Punkt gerechnet. Und das können Sie punktweise berechnen. Sie haben aber keine geschlossene Form von dem. Gut, gibt's? Aber Herr Schmidt, ja. In welcher Form könnte sowas jetzt in der Klausur dann drankommen? Ja, in der Form, wie ich es Ihnen gemacht habe. Ich sage Ihnen, finden Sie die Taylor-Reihe einer Stammfunktion oder aller Stammfunktionen von dem und dann machen Sie diese Rechnung. Aber diese Aufgabe gilt als schwierig, auch wenn sie einfach ist. Und was Sie auch noch in der Klausur dürfen, Sie dürfen in der Klausur hergehen, das sehen Sie auch auf dem Blatt, dass Sie gar nicht mit diesem blöden Summenzeichen rechnen müssen, sondern dass Sie einfach mit dem Reihenanfang rechnen, mit den ersten 5 Gliedern oder so, von denen dann Stammfunktionen bilden und das reicht mir dann auch. Habe ich damit Ihre Frage beantwortet oder Sie totgeredet? Nee, das passt und können wir dann vielleicht Pause machen. Ja, das ist immer mit Ihrer Pause. Keine Panik, ich habe hier schon aufgeschrieben, wenn ich das machen muss. Ich wäre auch schon bereit gewesen, nur war das Problem ja, dass mir die Kamera abgestürzt ist. Und jetzt habe ich eine neue Kamera ausprobiert. Das hat dann ein bisschen gedauert. Ja, also tatsächlich ist es so, nein, Pause machen wir nicht. Sie wissen, ich mache wieder eine integrierte Pause. Ich halte das für intelligenter. Das habe ich vom Kollegen geklaut. Das heißt, ich gehe jetzt mal schnell an den Tisch. Ich mache erstmal die Aufnahme weg. Wie mache ich denn das so, glaube ich?